Willkommen zurück bei den Passcom-Brüdern. Wir waren fort mit unserem Mikrotik-Tutorial aus dem neuen Studio. Genau, erkennbar hier an diesem tollen neuen Ziegelhintergrund. Und an dem soliden Tisch, das habe ich schon im englischen Video. Ich habe da drauf gehauen, das mache ich jetzt nicht mehr. Das war schrecklich. Ich habe jetzt hier den Router schon platziert, der ist... Der ist erschütterungsempfindlich. Genau, bitte nicht. Ja. Wir fahren einfach direkt fort mit dem Thema. Ja. Und zwar, wir haben angefangen letztes Mal mit LTE, haben das auch hier am Tisch stehen, ein wunderbares Modem und haben dann einfach gesagt, wie es alles geht und haben aber nichts konfiguriert. Genau. Wir haben das letzte Mal einfach mal zusammengebaut. Ich habe jetzt hier wieder diese Variante mit diesem tollen Adapter. Das andere Kabel hat schon jemand brauchen können, das haben wir leider nicht mehr. Typischer Verschleiß. Werden wir hier mit diesem Vorlieb nehmen, einstweilen. Ich habe es einfach zusammengesteckt. Ich habe die SIM-Karte reingesteckt. Wir haben jetzt hier noch leider im neuen Studio keine PTZ, wo wir das groß machen können. Ja, das heißt Close-Up. Ein Close-Up kann ich nicht zeigen. Es macht auch wenig Sinn. Close-Up-Shot. Macht wenig Sinn, wenn ich das rausnehme. Wie kommt sie rein? Es gibt so eine abgeschnittene Ecke immer bei den SIM-Karten. Und die muss nach vorne und diese Kontaktseite muss nach unten. Mhm. Und dann schiebe ich das Ding da rein. Genau. Wie verbinde ich es jetzt mit dem Router? Die Router haben USB-Ports. Die USB-Ports sind an verschiedensten Stellen. Bei dem hier ist es jetzt zum Beispiel hier an der Seite, das ist ein Loch und da drin ist dann der USB-Port. Da kann ich es jetzt mal einstecken. Beim Cloud-Core sieht er anders aus. Also jeder hat irgendwo auf irgendeiner Stelle einen USB-Port. Man muss es richtig machen. So. Das ist zu viel rein. Genau. USB-Port anstecken. Ich habe hier den ersten LAN-Port konfiguriert mit einer IP-Adresse, ganz einfach, um dann mit der Winbox zu connecten und gebe jetzt dem Router Strom. Das ist auch so eine Reihenfolge-Geschichte, die man so machen sollte. Erst anstecken, dann booten, dass das Modem sauber erkennt. Das ist die sichere Variante. Es gibt auch andere Tricks, wie man das mehr in Betrieb erkennen lässt. Der Cloud-Core hat es immer in Betrieb erkannt, aber es gibt unterschiedlich. Also man kann es leider nicht genau sagen, das ist das Sicherste. So sollte es gehen. Ich habe jetzt hier meine Winbox schon gestartet, habe die IP-Adresse drin von dem Router und connecte mich jetzt einfach mal drauf. So, was ist da passiert? Ich habe jetzt ein Interface mehr bekommen, das LTE heißt. Und wer jetzt aufgepasst hat, am Anfang war hier kein R und jetzt haben wir ein R vor diesem Interface. Das könnte heißen Registered. Genau, es ist online. Das heißt, diese SIM-Karte, da drin ist, hat Empfang und kann sich mit dem Provider verbinden. Und die Verbindung steht und das Gerät ist bereit. Heißt auch, dass ich schon im Netz registrieren konnte. Genau. Also quasi das komplett erfolgreich. Er ist irgendwie online, wie weiß ich noch nicht. Wie wissen wir nicht. Aber er ist online. Genau. Um das Wie jetzt auch noch rauszufinden, können wir mal doppelklicken, was ich hier einstellen kann im Interface. Hier finde ich typische Einstellungen wie APN, was so Internetzugänge über Handy erfordern. Diese Einstellungen kriege ich aber in den allermeisten Fällen vom Provider übermittelt. Das heißt, ich kann das hier einstellen, muss das aber meistens nicht. Einstellung, die schon eher relevant ist, ist der PIN. Der PIN von der SIM-Karte, wenn ich einen definiert habe. Ich habe jetzt in meiner SIM-Karte den PIN auf ausgesetzt. Ich habe es in das Handy rein, habe dann den PIN deaktiviert und habe es dann eingebaut. Das ist auch Best Practice, dass man wirklich den PIN rauskonfiguriert. Ja. Weil wenn ich einen falschen PIN habe oder schiebt es in ein Gerät, das schon einen PIN hinterlegt hat, feuert er den PIN ganz schnell ab und es sperrt das Ganze. Richtig, ja. Das heißt, beim Handy, das ich mit mir rumtrage und das verlieren kann, natürlich PIN, aber was in meinem RZ steht, ist der PIN in der SIM jetzt nicht unbedingt zwingend. Genau. Also wenn es möglich ist, es gibt auch Fälle, wo es nicht funktioniert oder der Provider das verbietet, dass man den PIN deaktiviert, kann man deaktivieren, das ist das Einfachste und ich kann die SIM-Karte einfach einmal wechseln und kann ganz normal weiter operieren. Okay. So, wenn ich jetzt den aktuellen Status sehen will, hier sehe ich ja diese statischen Einstellungen, wie ich muss mich authentifizieren beim Provider und so weiter und so fort. Kann ich hier auf diesen Info-Knopf drücken. Dieser Info-Knopf displayt mir, was macht denn das Ding gerade oder wie schaut es denn aus auf meinem LTE-Interface. Bei dem Info-Knopf vielleicht als kleinen Hinweis nicht wundern, wenn der manchmal nichts anzeigt, einfach nochmal aufmachen. Es gibt auch eine Winbox, wo es noch einen Fehler gibt, wenn man da ins LTE reingeht, die sie dann schließt. Also der Prozess sich einfach beendet. Schlecht. Muss dann wieder neu starten. Also man sollte hier die neueste Version haben. Winbox 3, also nicht mehr den Release-Kandidat, sondern die 3 ist ja jetzt released. Und die neueste Root OS-Version empfiehlt sich auch dazu. Also
die 32. Ja. Wir haben das jetzt hier und haben ein paar Mal rumgespielt, auch vor dem Video schon. Genau. Und hat eigentlich jetzt relativ zuverlässig, eigentlich jetzt zuverlässig funktioniert. Genau. Aber wie gesagt, es ist nicht das ganze Setup kaputt, bloß weil hier nichts angezeigt. Gut, dann schauen wir uns doch mal die Einstellungen an, die wir hier kriegen. Als allererstes sehen wir hier den Status Call in Process, das heißt, er hat hier die Verbindung aufgebaut. Die SIM-Karte braucht keinen Passwort, das habe ich ja vorher schon erwähnt, ich habe es wegkonfiguriert, das ist also jetzt mal der Status über die SIM-Karte. Dann habe ich hier den Status über das LTE-Modem selbst, was ist das für ein Hersteller, welches Modell und so weiter. Und dann kommen eigentlich die Informationen, die ich immer beobachten sollte. Das ist der Provider, bei dem ich registriert bin jetzt aktuell. Ich habe hier eine SIM-Karte der Telekom drinstecken, also ist es auch sehr sinnvoll, dass er telekom.de verwendet. Mhm. Es kann natürlich passieren, gerade wenn man irgendwie grenznah ist oder wir sonst was. Wir sind im Dreiländereck, da haben wir oft mal alle möglichen. Genau, dass er dann hier plötzlich in Österreich oder in Tschechien reinbucht, weil der stärker sendet. Dann muss ich hier nochmal agieren und den Provider überschreiben in den Einstellungen. Ja. Ansonsten muss ich sicherstellen, nimmt er den. Dann ist natürlich für mich auch interessant, mit welcher Technologie hat er verbunden? In unserem Fall hier mit LTE. Wenn ich quasi davon ausgehe, ich will eine LTE-Connection und habe nur GPRS, dass ich mich nicht wundere, dass es langsam ist. Also so kann ich mal sehen, wie bin ich dann eigentlich verbunden. Und was natürlich auch interessant ist, wie gut ist mein Empfang? Also alles so um die 70 ist ein akzeptabler Empfang, mit dem kann ich gut arbeiten. Ja. Wenn es dann höher geht, wird es nicht mehr so lustig, geht auch. Ja, also wer sich darüber informieren möchte, gibt es einfach in den Google ein Signalstern. Genau. Normalerweise schreiben die noch so gut und exzellent und was sich dahinter, aber hier haben wir halt die dB-Werte. Genau. Also zum Tipp, desto weniger, also desto höher die negative Zahl wird, desto schlechter. Genau. Und ja, man informiert sich da einfach darüber, was für einen gut ist oder was für die Betriebsart auch gut ist. Natürlich brauchen die unterschiedliche Signalstärken für unterschiedliche Services, die man fahren will. Ja. LTE braucht natürlich dann eine sehr gute Signalstärke. Okay. Gut, ansonsten sieht man hier noch welche Channels und weitere Detailinformationen, die mich meistens nicht interessieren. Wie gesagt, ich sollte checken, habe ich den Provider, den ich erwarte und habe ich die Verbindungstechnologie, die ich erwarte und habe ich den Empfang, den ich brauche. Das sind so die drei Sachen, die ich hier so nachschaue. Genau, ansonsten ist das Ding jetzt online. Wir haben sonst noch keinerlei Konfiguration. Es ist jetzt einfach nur registriert. Wie wir das IP-technisch machen, würde ich sagen, verschieben wir in die nächste Folge. Da wird man uns die IP-Konfiguration, wie kriege ich die IP, wie wähle ich da ein oder wie konfiguriere ich das Ganze. Ja, aber wir sind jetzt generell mal betriebsbereit. Mhm. Können online gehen und haben soweit alles vorbereitet. Genau. Das war's von unserer Seite für dieses Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Infos über unsere VoIP-Telefonanlage MobiDick und das Passcom Systemhaus findet ihr unter passcom.net. Mehr von den Brüdern gibt's jeden Freitag neu auf passcombrothers.net.